Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch einen richtigen OP-Glitch, mit dem ihr wirklich alles verdoppeln könnt. Und zwar braucht ihr hierfür leider einen Freund, der euch dabei hilft. Und dieser Freund muss Heilaura mindestens auf Stufe 3 haben. Ihr müsst euch dann zuerst das Grabstein-Perk kaufen. Und wenn ihr dann alles habt, Leute, dann müsst ihr euch equippen. Also das, was ihr verdoppeln wollt, müsst ihr im Inventar haben. Ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Also ich werde in meinem Clip jetzt hier die Kasimir-Granate verdoppeln und den Marschflugkörper. Ihr lasst euch dann von einem Zombie töten und euer Kollege muss euch dann mit Heilaura wiederbeleben, dann wenn euer Leben komplett ausgelaufen ist. Dieser Glitch klappt übrigens auf allen anderen Karten auch, Leute, damit ihr Bescheid wisst, es muss nicht die Maschine sein. Aber ich zeige euch gleich einen Spot, wie ihr hier ganz easy die Runden pushen könnt. Achtet bei mir im Clip, Leute. Ihr seht, meine rote Lebensanzeige ist komplett weg und in der Sekunde aktiviert euer Kollege Heilaura und ihr habt hier einen Grabstein liegen und seid am Leben. Und jedes Mal, wenn ihr auf den Grabstein klickt, habt ihr wieder die Kasimir-Granate und einen Marschflugkörper. Ihr könnt jetzt einfach rein theoretisch ganze Zeit hier Marschflugkörper spammen. Oder ihr spammt die Kasimir-Granate. Das heißt, ihr werft die Granate, geht zu eurem Grabstein, holt euch die Granate wieder und wirft sie noch einmal. Und wenn ihr das hier oben bei die Maschine auf dem Penthouse macht, dann pusht ihr ganz easy die Runden, Leute. Also ist wirklich sehr, sehr einfach und sehr overpowered. Ihr könnt natürlich auch so die Wunderwaffen verdoppeln. Ich könnte jetzt quasi meine TOT-Schockwelle gegen irgendeine Wandwaffe eintauschen und mein Kollege könnte sie dann vom Boden aufheben. Natürlich verdoppelt sich auch euer Schrott im Inventar. Ich hatte zum Beispiel 20 blauen drinne, also kriege ich jedes Mal, wenn ich den Grabstein betätige, 20 dazu. Wenn ihr zum Beispiel, bevor ihr gestorben seid, 1000 blaue seltenen Schrott hattet, und 1000 grünen, da bekommt ihr jedes Mal nochmal 1000 dazu, wenn ihr den Grabstein betätigt. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr, sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.